Der Thüringer Wald verlangte den Ingenieuren und Brückenbauern einiges ab. Auf den 107 Kilometern von Erfurt nach Ebensfeld gibt es 29 Brücken. Alle sind sie einzigartig, aber zwei sind aus architektonischer Sicht besonders erwähnenswert. So hat die Grümpentalbrücke im Landkreis Sonneberg den größten Brückenbogen der Strecke. Mit einer Spannweite von 270 Metern überspannt er das Tal des Flüsschens Grümpen. Der Bogen gibt dem Bauwerk eine gewisse Transparenz. Der Blick hindurch reicht bis in die Ferne. Ansonsten wird die über einen Kilometer lange Brücke von knapp 20 Pfeilern getragen. Mächtige Kolosse mit 7 Metern Umfang am Boden. Diese Ausmaße müssten sein, meint Bauingenieur Martin Schnellhardt von der Deutschen Bahn. Wir haben ja bei der Eisenbahn doch erheblich größere Lasten als bei Straßenbrücken. Also die Eisenbahnzüge, auch die Güterzüge, sind also erheblich schwerer, als es LKWs sind. Und zum anderen haben wir dadurch auch erheblich größere Bremslasten. Also wenn so ein Zug mal bremst, haben wir bis zu 600 Tonnen Bremskraft. Und gerade auch durch diese erhöhten Lasten kriegen wir relativ massive Querschnitte. Die viel kleinere Grubentalbrücke bei Goldestal wirkt dagegen graziler. Bei einer recht kurzen Länge von gut 200 Metern ist die Lastenverteilung aber auch eine ganz andere. Auch der Brückenbogen mit 90 Metern deutlich kleiner als der im Grümpental. Das Besondere an der Grubentalbrücke ist ihre monolithische Bauweise. Die Pfeiler im Mittelteil sind fest mit dem Überbau verbunden, ohne Lager dazwischen. Wir sind ja mitten im Thüringer Wald, aber nichtsdestotrotz hat sich die Brücke eben angeboten für diese neuartige Bauweise, die semi-integrale Bauweise, die ja bei der Bahn wieder neu entdeckt wurde. Und es lag einfach an der Geometrie der Brücke, dass es hierher gepasst hat, dass man diese Bauweise hier eingesetzt hat. 2016 war die Grubentalbrücke für den Deutschen Brückenbaupreis nominiert. Auch wegen ihrer geschlitzten Pfeiler am Bogen, die die hohen Längskräfte direkt in den Baugrund ableiten. Im Gruben- und im Grümpental stehen zwei ingenieurtechnische Meisterwerke, bei denen es sich auch für Laien lohnt, mal genauer hinzuschauen.